mal versucht, eins zu machen. Wie gesagt, wenn ihr meint, wenn ihr da irgendwie Meinung zu habt oder so, dann lasst es mich wissen. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und, ja, Eisen! Wir haben Eisen gefunden, Junge! Oh, Junge, ich bin so froh, dass du da bist, Eisen. Ohne dich hätte ich, ne? Everyone else got it. You're just a butcher! Die Aufnahme startet, mein Dexterity läuft, mein Audacity läuft im Hintergrund und Minecraft ist dabei. Yo Leute, hier ist der Kerox. Was geht? Ja, wir zocken weiter, eine weitere Folge Let's Play Minecraft im Hardcore-Mode. Ja, so, was werden wir heute tun? Heute vermag ich einiges zu tun, also ich werde heute, vielleicht mal etwas gucken, dass ich mich etwas gegen miese Schurken verteidigen kann. Also sprich gegen Zombies. So. Und dergleichen halt. So, ja. Aber ich glaube, ich gehe erstmal noch ein bisschen Holz sammeln, damit ich noch ein paar Sticks habe. Das mache ich jetzt, glaube ich, als allererstes. So ein, zwei Bäumchen mal fällen. Das kommt, glaube ich, ganz gut. So, plopp. Ach ja, das ist doch schon wieder sehr produktiv, was ich hier tue. Bap! Na, und ein Apfel. Ein Apfel. Ach, diese Musik. Ah, genau, ich muss noch was einstellen. Options, Musik und Geräusche, Musik aus. Oh nein, der hat die Musik ausgestellt. Wie kann er nur? So. Da haben wir jetzt zwei Bäume. Ja, ja, das sollte vorerst reichen an Holz. So, dann wollen wir noch mal gucken. Hier machen wir jetzt mal schnell ein paar Bretter raus. Batz und hier dann Sticks. So, dann kommt das Holz wieder weg. Das brauche ich auch nicht, den Säppling. Und die Holzhacke brauche ich auch nicht. Ja, gut, dann geht's weiter. Dann gehen wir mal. Dann wollte ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo mich etwas runtergrabe. Vielleicht hier hinten. Ja, hier hinten so eine später so eine schöne Brücke darüber. Das wird dann so mein Steinbrucheingang. Ja, das kommt bestimmt voll geil. So, und jetzt nochmal, müssen wir noch den Baum fällen. Baum fällen. So, der ist tot. 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 Der Baum ist doch nicht tot, mein Gott. Ja, doch, eigentlich gewissermaßen schon. Ich habe den Baum halt getötet. Ich habe ihn getötet! Jesus. Das sollte eigentlich... So sollte es reichen. Und jetzt wird es natürlich ganz schön, ja, wie soll ich sagen? Nervenaufreibend, was ich hier tue. Nervenaufreibend? Nein! Mein Gott! Mir fehlt gerade das passende Wort. Das wird hier jetzt sehr spektakulär. Nicht. Ich werde jetzt einfach nur einen kleinen Raum ausheben, wo ich dann ja, ein Loch nach unten hin baue, wo ich dann noch Leitern zu bauen. Genau, Leitern. Yo, ich brauche ja noch Leitern. Oh nee, hätte ich die vergessen, dann wäre ich jetzt ganz schön am Arsch, ne? Deswegen baue ich die, glaube ich, auch mal schnell als erstes. So, so ein Stack Leitern sollten auf jeden Fall drin sein, denn ich werde mich jetzt auf jeden Fall direkt auf Höhe, ja, was war das nochmal am besten? Höhe 11? Höhe 12? Ich werde mich auf Höhe 11 begeben. Ja, Höhe 11 oder Höhe 7, ich weiß es noch, ich muss mal gucken, wie ich lustig bin. So, hier kommt dann der, dann machen wir noch einen mehr. So, 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 na, komm schon. Bam, 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 bam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bam, 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 bam. So, hier ist die Leiter. Also hier ist das Loch, was später nach unten uns nach unten befördern wird, beziehungsweise wo man wieder hochkommt. Denn das Loch, wo wir nach unten befördert werden, das mache ich hier hin. So, und jetzt gehe ich mal schnell noch ein paar Leitern craften. Dab, 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 dab. Leitern! Wir benötigen mehr Leitern, Commander. So, jetzt geht's weiter. Bam, 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 bam. Ich will nämlich so schnell wie möglich ein paar Viecher killen, Alter. Ich habe gerade richtig Bock, irgendwas zu töten. Ich muss das töten, töten, töten!
Immer diese Gamer, die werden voll aggressiv, ne? So, batz, batz, batz. Ja, ich bin gerade etwas konzentriert hier. Um schnell wie möglich mal ein bisschen, ja, ne? So, dann haben wir... Das wird nicht reichen. Das wird, glaube ich, nicht reichen an Leitern. Da brauchen wir ein bisschen mehr Leitern. Das heißt, ein bisschen mehr Holz. Das mache ich jetzt auch. Und ich habe mir gedacht, dass ich mal vielleicht in einer Folge mal so ein bisschen mich in der Savanne umgucke, weil die sieht ja eigentlich schon recht geil aus, ne? Ich finde auch die Bäume, die sind ziemlich geil designt. Also, ich kann ja mal einen einblenden, so, by the way. So, plupp. So. Und, ja, ich weiß nicht, die haben schon was. Das ist mal wieder was ganz anderes einfach mal, ne? Ich könnte auch in der Savanne bauen, nur wüsste ich nicht, was ich in der Savanne baue. Das ist die Sache. Boah, so. Bam. Jetzt sollen wir eigentlich genug Holz haben. Eigentlich, glaube ich, hoffe ich. Dass genug Holz vorhanden sein sollte, das werden wir jetzt auch mal schnell craften. So, putz. Und nochmal, putz. So, und dann mache ich da nochmal Sticks raus. So, also Sticks, so. Und jetzt, das sollte auf jeden Fall genügen. Da sollte ich auf jeden Fall genug Leitern rauskriegen. Wenn ich so ein Stack habe, dann ist es auf jeden Fall schon... So. So, das geht doch klar. Das geht doch voll klar. Jetzt, habe ich genug Steine? Ich baue mir lieber nochmal eine Steinspitzhacke. Die nehme ich nämlich auch mit. Bam, bam, bam. So. Bam, bam, bam. Eine Steinspitzhacke. Das läuft, das läuft. So. Dann haben wir da hinten unseren kleinen Mineneingang. Ich glaube, die Kohle lasse ich da auch drin. Dann ist der Berg noch natürlicher. Das gefällt mir irgendwie. Es wird Nacht. Okay, es wird Nacht. Ja gut, aber ich habe jetzt mit der Nacht nicht mit der Nacht nichts zu tun, denn ich grabe mich hier jetzt einfach runter. Das ist sehr gefährlich, was ich tue, ich weiß. Eigentlich sollte ich lieber so mich graben, ne? Naja. Wäre produktiver, wenn ich so in Stufenweise mich runtergrabe, bevor ich verrecke. Kohle! Denn ich höre auch schon Zombies. Zombie. Ja. Mal so, by the way, wie fandet ihr in der letzten Folge so mein Outro? Das war mal eigentlich so auf die Schnelle hingepfeffert eigentlich. Und wenn ihr da mal irgendwie sagt oder so, wenn ihr da mal irgendwelche Vorschläge habt, was ein Outro betrifft, dann haut einfach mal raus. Oder ihr sagt, ey, das war geil, das würde ich so lassen. Würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Also was ihr dazu sagt. Also wenn ihr jetzt sagt, ey, das ist kompletter Scheiß, dann könnt ihr das natürlich auch sagen. Ich bin da nicht irgendwie, dass ich sage, sondern ich gehe dann auch schon darauf ein und versuche dann etwas Geileres zu designen, ne? Aber, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, hatte ich ja vorher mein eigentlich nie wirklich ein richtiges Outro, fällt mir mal auf, ne? Ich hatte bis jetzt immer so entweder mein altes Intro so als einfach rückwärts abgespielt oder hatte dann mal eine Zeit lang in meinen Folgen ein Fernseher aus Sepp sozusagen. Das habe ich aber irgendwie gefeiert, ich weiß auch nicht warum. Ich fand es irgendwie geil, aber es ist nicht wirklich Outro-mäßig so und deswegen habe ich mich einfach mal dran gesetzt und mal versucht, eins zu machen. Wie gesagt, wenn ihr meint, wenn ihr da irgendwie Meinung zu habt oder so, dann lasst es mich wissen. Es würde mich auf jeden Fall interessieren. Und, ja, Eisen! Wir haben Eisen gefunden, Junge! Oh, Junge, ich bin so froh, dass du da bist, Eisen. Ohne dich hätte ich, ne? Dich hätte ich sonst sehr vermisst, Eisen. So! So viel Eisen! So viel Eisen! So viel Eisen, so, bam, bam. Auf welche Höhe sind wir? Auf 33, es, alter Verwalter, wir sind erst auf Höhe 33, das, oh, wow, auf Höhe 33. Ich höre Lava, das schiebt mir ein bisschen Paranoia. Graben wir mal hier so ein klein bisschen runter. Kohle! Ich habe Angst. Ich glaube, ich werde hier nicht viel abbauen. Ich werde erstmal gucken, dass ich... Okay.
bin gerade etwas konzentriert, denn ich höre Lava und das macht mich paranoid. Okay. Höhe 19 schon. Hier sind wir auf Höhe 17. Noch ein paar Höhen, Jungs. Noch ein bisschen, dann haben wir es geschafft. Ups. Wow! Wow, 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 fuck! Alter. Ah! Nee. Angst? Miep! Ist wahrscheinlich hier. Nee, hier nicht. Werde ich da ja auf jeden Fall mal so eine kleine Vorrichtung bauen. Lava ist ja an sich nicht schlecht, ne? Da kamen wir eigentlich eine unendliche Lavaquelle, sag ich jetzt einfach mal, für die ganzen Öfen später. Ja. Oh. Und ich höre einen Zombie! Okay, wenn er hier hinkommt, wir werden den direkt in die Lava kicken. So voll strategisch. Ja, komm hier hin, mein Freund, komm. Ich weiß doch, dass du es willst. So, jetzt. Die, Bitch! High Five, Lava. Oh, das könnte eigentlich wehtun. So! Wir ignorieren die Lava einfach. Was haltet ihr davon? Ist da drunter Lava? Nope! So, hier haben wir auch eine Höhle. Ja, hier werde ich mich als erstes hinbegeben, um ein bisschen Dingens abzubauen, aber danach wird das... Ja, ich weiß nicht. Mal gucken, wie ich das Ganze mache. So, blapp, 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 blapp. Und es geht wieder nach oben. Das speede ich mal schneller. So, wir sind oben angekommen. Jetzt machen wir das hier noch weg und das hier. Gut, jetzt haben wir schon... Ah, 5 Eisen, das ist doch perfekt. Und ich werde jetzt schnell zu meinem Bett sprinten. Um dort dann eine Runde zu ratzen. Oh, Creep, Creeper und Spinnen. Jesus, und mein Bett ist direkt daneben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie werden mich sowas von töten. Ich höre Zombies. Was zum Teufel? Da sind verkackte Skelette. Da auch! Warum? Seht ihr das? Sie haben Kürbis auf. Halloween? Halloween! Halloween Special, ja. Oh, okay, warum nicht? Aber trotzdem, ne? Oh, die Spinne kommt direkt auf mich zu. Verpiss dich! Wow, wow, verpiss dich, verpiss dich! Alter! Meine Fresse. Das Skelett da hinten denkt sich immer noch, YOLO, ich lebe noch. Kannst nicht mal. So, jetzt werden wir schnell das Eisen brennen. Nicht die Erde, das Eisen. So. Und dann brauchen wir ein bisschen Wasser. Wir haben hier hinten Wasser. Und dann haben wir schon mal den Mining-Gang ausgehoben. Ja, war sehr, jetzt sehr produktiv heute. Diese Folge, sag ich mal. Also jetzt eigentlich eher nicht so produktiv. Es war eigentlich eher, ja, keine Ahnung. Ich biete mir gleich noch ein episches Battle mit einem Creeper. Was haltet ihr davon? So, aber ich glaube, dafür nehme ich ein Eisenschwert. Brate schneller ein. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Du, du, du. So, ein Eisen noch. Komm schon. Hopp, hopp. Wir bauen schon mal auf jeden Fall. Ja, wir machen es so. Schau mal so. Ein Eimer, holen wir schon mal Wasser und bis dahin sollte auch das der Rest gebraten sein des ganzen Schauspiels. So, dann packen wir mal den Rest hier in die Truhe. Bam, 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 bam. Ist das schön? Ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Lied habe, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. So. Sticks. Genau, Sticks. Und dann hier das hier. Und jetzt bauen wir ein Eisenschwert. So. Es geht los. Creeper. Who are you, Creeper? I want to kill you. Er ist weg! Dieser scheiß Creeper ist einfach weg. Mann. Da dachte ich, biete ich jetzt nochmal ein episches Battle mit einem Creeper. Aber nein. Aber nein. Da biete ich mir ein episches Battle mit einem Schaf.
So, Schaf ist tot. Und da ist noch ein Hund. So, das sind die Samurai halt, ne? So, dann gehen wir jetzt nochmal schnell in die Mine. Mine. So, denn da haben wir ja unten ein Ding jetzt gemacht, sag ich mal. Ich komme gerade nicht drauf. Haben wir da unten schon ein Loch gemacht? Ich glaube, wir werden es einfach sehen. YOLO! So, hier ist noch... Ne, hier habe ich Kohle abgebaut. Hier habe ich auch Kohle abgebaut. Und wir sind hier wirklich schon auf Höhe. Das ist unglaublich. Wir sind schon auf Höhe... auf Höhe 11. Das gefällt mir. Auf Höhe 11 sind wir. So, dann nehme ich mal das hier mit. Hä? Lava. Hoch. Dann gehen wir wieder hoch. So, ja. Also der Mining-Gang ist auf jeden Fall schon geschaffen. Da werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall uns dann begeben und ein bisschen rumgucken und so. Und ich werde unten auch noch ein kleines Lager bauen sozusagen, also so Öfen und so ein Scheiß alles, damit ich das direkt vor Ort schmelzen kann. Unten kommt dann noch ein kleiner Crafting-Table hin auf jeden Fall. Eine Truhe könnte ich auch hinten unten hinpacken und in der übernächsten Folge werde ich mich dann endlich mal dem Hausbau widmen. Was haltet ihr davon? Nun gut, Kohle haben wir, das hier, dann nehmen wir mal ein paar Steine, die können wir auch schon brennen. So, denn die brauchen wir auch für das Haus später. So, und das kommt hier weg. Ja, das war's dann schon von mir wieder an dieser Stelle, an dieser Folge, von dieser Folge. Wir gehen zu unserem schönen Mineingang hin. Dim. In dieser Folge nicht so viel geschafft, bisschen auf einen kleinen Mineingang. Eigentlich bin ich etwas traurig darüber, dass ich nur so wenig geschafft habe eigentlich. Ich hatte eigentlich viel mehr geplant, aber naja, nichtsdestotrotz. Müssen wir weitermachen. Wir müssen daran arbeiten und es wird noch etwas passieren demnächst. Und zwar, das meine ich. Ja, gut, das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Jugendtag und haut rein, ne? Und ja, tschüss, meine Freunde. Haut rein. Tschüss.